Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom K2K-Merch-Glitch zeigen. Diesmal benötigen wir keine Yacht mehr. Ihr benötigt allerdings die Hilfe von einem Freund. Euer Freund kann sich ja schon mal zum LSK-Meet begeben. Wir benötigen zusätzlich noch den Bot. Für die PlayStation 4 Anavac 2 P4. Für die PlayStation 5 Anavac 1 P5. Wir begeben uns dann mit diesem Auto, von dem wir dann die Settings übertragen wollen. Begeben wir uns dann zur Arena. Wir begeben uns dann einmal zum Ticketschalter. Wir suchen uns dann schon mal den Bot raus, so dass wir ihn dann gleich einfach mit Doppel-PSN-Taste drücken beitreten können. Für die PlayStation 4 Anavac 2 P4, für die PlayStation 5 Anavac 1 P5. Wir begeben uns dann zum Ticketschalter. Wenn ihr jetzt keinen Zugriff haben solltet auf den Ticketschalter, so wie ich jetzt, dann geht ihr einmal ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierungsoptionen, dann geht ihr auf Serienmodi und dann müsst ihr Serienmodi einfach nur auf eigene einstellen. Wir drücken dann Steuerkreuz nach rechts. In diesem Menü bleiben wir jetzt drin und zwar joinen wir jetzt den Bot bei. Wir drücken Doppel-PSN, einfach beitreten. Sobald diese Meldung jetzt kommt, drücken wir dreimal auf X und schon sind wir verglitscht. Das werdet ihr daran merken, dass unten links die Minimap verschwunden ist. Ihr könnt auch nicht mehr auf Options drücken und nichts. Als nächstes muss unser Freund uns dann ins LSK-Meet einladen. Dort im K-Meet angekommen, fordern wir dann einmal das Auto an, von dem wir dann die Settings übertragen wollen. Einfach übers Interaktionsmenü persönliches Fahrzeug anfordern. Wir öffnen das Interaktionsmenü, gehen auf LSK-Meet, starten einmal ein Sprintrennen. Jetzt werdet ihr sehen, dass unten rechts der Countdown abläuft. Wir öffnen das Handy, rufen einmal den Mechaniker an, gehen dann auf diese Garage, auf das Auto, was wir merchen wollen, aber das Auto nicht bestätigen. Einfach nur mit dem Cursor auf dem Auto draufbleiben. Dann werden wir dann einen Blackscreen bekommen, sobald der Countdown abgelaufen ist. Sobald das Rennen jetzt startet, werden wir oben links den schwarzen Balken bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. So, als nächstes fahren wir einfach nur hier geradeaus zu dem Wasser. Wir müssen uns einmal eine tiefe Stelle suchen. Sobald der Motor abwirkt, das Bild weiß wird, sofort X durchspammen. Ja gut, bei mir hat es jetzt nicht beim First Try geklappt. Manchmal klappt es nicht beim ersten Mal. Wir versuchen es einfach nochmal. So, wir suchen uns hier die tiefe Stelle. X durchspammen. Dann werden wir jetzt einen unendlichen Black Screen bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes wieder Doppel-PSN-Taste drücken. Dem Bot wieder beitreten. Die erste Meldung, die jetzt kommt, nehmen wir an. Die zweite lehnen wir ab. Und dann sofort X durchspammen. Sobald wir die zweite Meldung abgelehnt haben, sofort X durchspammen. Und ja, wenn wir da jetzt spawnen, werdet ihr sehen, dass sich das Auto schon gemerged hat. Um das Auto jetzt abzuspeichern, einfach jetzt das Rennen zu Ende fahren. Oder euer Freund verlässt dann einfach die Sitzung. Dann einfach zum LS Customs fahren und das Auto abspeichern, indem wir einfach irgendwas Günstiges an dem Fahrzeug ändern. Und schon ist das Auto abgespeichert. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.